Willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Wir befinden uns immer noch in der Domäne des Hutmachers auf dieser Plattform und wir heben mal den Regenschirm mit C auf. Drücke E, während du dein Ziel anvisierst, um mit Alice Regenschirm zu blocken. Mhm. Stimmt, das Timing kann Alice blocken, gewisse feindliche Angriffe umlenken. Ich denke mal... Uff! Bedrohlicher Verfall. Na super, und wir laufen auch geradewegs hin. Oh. Hey, wieso macht sie denn bei E nicht den doofen Regenschirm? Ach du Gott. Wieso hat sie das nicht gemacht? Steuerung. Regenschirm, jetzt gehen wir mal runter hier. Pfeffermühle. Regenschirm blocken, wieso macht sie das nicht? Ja, zack. Egal. Oh, verdammt. Dies. Das ist jetzt extrem ungünstig. Ups. Schadet das Ding oder nicht? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Oh. Irgendwie... Ups. Wieso ist denn unser Bild jetzt zersplittert? Was ist denn das? Kann man etwa nur begrenzt sterben oder was? Die Lebensanzeige ist auch nicht zu sehen. Der Regenschirm geht immer noch nicht. F geht auch nicht, R, T. Ach, verdammt. Man sollte schon gucken, wohin man rennt. Enter, Raserei. Oh! Möchtest du fortfahren? Ja. Was denn das? Wieso ging das jetzt nicht mit dem scheiß Regenschirm? Drücke E. Ach, Ziel anvisieren, alles klar. Das ist ein bisschen doof, dass man das hier anvisiert haben muss. Und das sonst gar nicht benutzen kann. Yeah, den machen wir platt, ey. Oh. Hätte uns fast erwischt. Na
gekommen. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn so zerstören können. Oder ob wir ihn von der Plattform kicken müssen. Ah, verdammt. Scheint auf jeden Fall schon eine Art Zwischengegner hier zu sein. Ah, hat er uns echt gut erwischt hier. Und der haut auch richtig gut rein, ey. Mann, Mann, Mann. Mensch, jetzt werf deine Feuerbälle wieder. In der Fresse. Immer noch nicht. Ich weiß nicht mal, ob wir den überhaupt verletzen damit. Aber er fällt auch nicht runter, scheinbar. Also können wir das schon mal vergessen. Ah, verdammt, genau in die Rand. Dass der auch keine Lebensanzeige oder sowas hat. Ah, Mann, 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 wir sind bald tot. Ich habe so das Gefühl, das bringt gar nichts. Ah, Mann, nein, falsche Taste gedrückt. Das bringt irgendwie gar nichts, oder was? Mann, jetzt stirb doch mal. Ah, hat er uns noch erwischt. Einen Moment zu früh bin ich da aussehlich. Oh! Das die ganze Zeit machen können. So, wo bist du, Schweinchen? Schweinchen, ich habe dich doch gerade gesehen. Ach, da ist es. Okay, jetzt ist die Frage, schrumpfen? Wie kommen wir denn da hin? Das dürfte sich doch genau hier hinter befinden. Ah, das könnte...
Doch, es hat geklappt. Das ist jetzt Jahre her, Alice. Zeit, diese Kindereien abzulegen. Und dafür bin ich jetzt rübergesprungen? So, jetzt ist dort eine Plattform. Und ich nehme mal an, dass hier auch eine erscheinen wird. Und vermutlich müssen wir überall rein, aber gehe ich erstmal hier hin und dann hier. Oh, Leben ist immer gut. Jetzt ist, glaube ich, das eh noch runtergefallen. Und ab geht die wilde Fahrt. Ui! Okay, wir kommen also schon mal nicht zurück. Die Ausmaße dieses trostlosen Traktes kennt keiner außer den Bewohnern. Du bist wie immer eine sehr große Hilfe. Oh, noch zwei komplette Rosen, die weg sind. Den will ich jetzt aber nicht die ganze Zeit hier hören. Industrie nährt sich von Leid, Verfall und Zerstörung, Alice. Sie hat das East End in einen Abort verwandelt. Du solltest ein einfaches Farmleben erwägen, in Australien vielleicht. Wir könnten dein übriges Erbe zu Geld machen. Gibt es hier oben noch was? Wo ich rüberfliegen kann. Ich könnte. Nee, das von da kam ich ja. Vielleicht ist auf der linken Seite noch was. Ein Gimmick? Nö, leider nicht. Okay, wir müssen dort also hoch. Also das Spiel. Oh oh! Nein, na! Ach verdammt! Das Spiel zieht merklich an. Mensch, geht doch. Ah, das ist gar nicht zum Holen. Na gut. Dann brauchen wir es auch nicht. Und Kuh. Sehr gut, jetzt kommen wir hier rüber. Oh Mann! Ach, das sprengt sich auch von alleine in die Luft. Interessant, gut zu wissen. Ob wir das schaffen? Ja. Puh! So, eigentlich müssten wir vermutlich da lang. Hier kommen wir nicht mehr hoch, außer da erscheint ein Pilz. Da ist eine grüne Fläche. Aber sonst wäre eigentlich das Offensichtlichste hier. Na! Juhu! Wieder volles Leben. Das haben wir bekommen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Eine Druckplatte.
Jetzt sind die Dinger alle eine Stufe höher. Und hier müssen wir definitiv auch lang. Also gehe ich mal doch den Weg nach da unten. Ach, die Zeitanzeige zeigt sogar, dass das Ding hochgeht. Cool. Ja, Pilz erscheint, gut. Und hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Also Spitze, bedanke mich. Bis dann.